Ich grüße euch, liebe Dampferdampferinnen, alle, die es mal werden wollen. Wir kommen nicht zu dem hier, zum Tifon Tang. Und zwar auch von Drippex. Zeige euch eine andere Flasche rein. Da steht dann halt hier vorne Tifon Tang drauf. Und 250 Milliliter Flaschen. Ihr habt dann 50 Milliliter Aroma drin. Füllt das Ganze einfach mit Base und gegebenenfalls Nikotin auf. Reifezeit habe ich was gefunden. 2 bis 4 Tage. Hatte teilweise in den Kommentaren auch gelesen. Ja, nach 4 Tagen war das Ganze schon echt lecker. Beschrieben wird es als ein geschmackliches Highlight aus Wassermelone, süßer Ananas, exotischer Mango und dem Saft einer Limette. Ist ein Liquid, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ich finde unterschiedlich. Ich habe irgendwie mal beim Zug mehr Ananas gehabt, beim anderen Zug mehr Mango gehabt. Ganze ist erstmal ohne Colada, also ihr habt keine Kühle mit drin. Ist ja auch immer so ein Thema, meisten Liquids, gerade so die Fruchtmixe, sind eigentlich immer mit Kühle gemacht heutzutage, wo ja auch nicht jeder drauf steht. Und ich vermisse hier auch gar nicht. Also es kommt ohne dem, finde ich, ziemlich gut aus. Genau, vorne, je nachdem, manchmal mehr Mango, manchmal mehr Ananas. Finde, die Mango bringt eine ganz, also wirklich ganz, ganz minimale Herbe mit rein. So gut wie gar nicht. Am Anfang ist sie mir gar nicht aufgefallen. Mini, mini, minimale Herbe. Kann es eigentlich nicht mal wirklich Herbe nennen. Und die Ananas wirklich auch so auf diese süße Art gemacht. Beides halt wirklich eher auf diese süße Art gemacht. Finde das auch ziemlich natürlich getroffen. Habe jetzt hier irgendwie nicht so diesen künstlichen Anschein. Genau, die beiden sind der Vordergrund. Wassermelone habe ich irgendwie mehr auf der Zunge, so im Nachgang. Ich würde es jetzt hier nicht ausschließen. Du merkst auch, dass zwischen diesen beiden Früchten im Hintergrund noch irgendwas kommt. Das wird die Wassermelone sein, ganz klar charakterisieren kann ich sie nicht. Aber da ist auf jeden Fall was im Hintergrund. Wassermelone ist für mich passend. Die Limette oder der Limettensaft, würde ich auch sagen, so in dem Mix, also ist halt wirklich so ein Früchtemix, so dieses tropische Früchtemix-Ding wieder. Limettensaft würde ich jetzt auch nicht ausschließen, nehme ich aber jetzt auch nicht ich nehme es nicht im Vordergrund mit wahr. Also für mich wirklich Ananas, Mango-Liquid mit ganz wenig Fruchtsäure, also da wirklich auch sehr dezent und herbe halt auch wenig, wäre eher so in diese süße Richtung. Ich finde es nicht zu süß, aber definitiv, wie alle Drippex-Liquids, zählt es zu den süßeren Liquids, finde aber hier passt es ziemlich gut zu dem Liquid. Ja, geben wir vielleicht eine, ja, ich würde sagen eine 9 von 10 von der Süße. Drin ist sie definitiv, man nimmt sie auch gut wahr. Übertrieben finde ich sie hier bei dem Punkt nicht. Ich habe es nicht MTL ausprobiert, also in den kleinen Geräten, Zug wie eine Zigarette. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es da drin auch sehr gut kommt. Ja, ich glaube, damit haben wir alles abgehandelt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Falls ihr das Ganze auch schon ausprobiert habt, ist tatsächlich jetzt einer meiner Favoriten von Drippex. Könnt ihr das gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das persönlich fandet. Falls jetzt einer überlegt, kaufe ich mir das oder kaufe ich das nicht. Ansonsten sehen wir uns Dienstag, Donnerstag im Livestream. Schönen Abend euch noch, bis dahin. Oder schönen Tag, je nachdem. Wenn ihr morgens guckt, dann eher schönen Tag. Bis dahin.